Leipzig oder der FC Bayern? Wer holt den Pokal am 25. Mai 2019? Wieder die Bayern oder doch RB Leipzig zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte? Flanke kommt, Kopfball und da ist das Tor! Forsberg vor Neuer gehalten! Täuscht einen Schuss an, Coman! 2:0. Lewandowski, Tor Bayern. So, das war der Schlusspfiff. Die Bayern holen das Double. Glückwunsch an die Bayern. Kopf hoch, Leipziger. RB Leipzig trifft auf Borussia Dortmund. Der zweite Versuch, diesen DFB-Pokal endlich nach Leipzig zu holen. Da kommt der erste Schuss, das Tor für die Dortmunder 1:0. Zweite Chance, das kann doch nicht wahr sein. 3:0. 4:1. Dortmund Deckel drauf. Pokal geht nach Dortmund. Orban, Willi Orban steht komplett frei. Amadou Haidara, das 2:0. Nkunku, das 3:0. Dominik Szoboszlai, das 4:0. Pausen auf Szoboszlai. 1:0. Der Bundesligist steht hochverdient im Achtelfinale. Klostermann, Paulsen, das 1:0. Dani Olmo macht den Deckel drauf. Der Traum vom dritten Finale lebt. Kunku, perfekt zu bedienen, 1:0, 17. Minute. Wieder ist ein Kunku auf und davon mit Tempo, Technik, Ruhe und Kaltschnäuzigkeit. Ist der Mann gut? Das 3:0 ist großartig herausgespielt. Roya fälscht ab und Silva erhöht auf 4:0 in der 73. Minute. Leipzig steht nach einer starken Vorstellung verdient im DFB-Pokal-Halbfinale. Es ist angerichtet. DFB-Pokal-Halbfinale RB Leipzig gegen Union Berlin. Flanke kommt rein am langen Pfosten und dann ist das Tor gefallen. Die erste Ecke Chance und Union macht das Tor. Und Silva läuft an. Leipzig ist zurück im Spiel. Flanke nochmal von Henry. Und da ist Forsberg. Jawohl! Emil Forsberg köpft RB Leipzig ins Finale. Ja! Ja! Jetzt können wir loslegen. Es war schon eine positive Anspannung so in der Mannschaft zu verspüren. Wir haben uns alle sehr gefreut, weil wir das ja schon kannten, dieses Ereignis in Berlin. Haben uns auch gefreut, dass endlich wieder das Stadion dann voll sein durfte, weil gegen Dortmund haben wir ja vor leerer Kulisse gespielt. Aber generell wussten wir, was für ein geiles Event das ist und da haben wir uns einfach drauf gefreut. Wir haben uns das erarbeitet und als es dann in den Bus ging, da hat man einfach nur noch gespürt, dass jeder total fokussiert ist und man hat einfach auch da schon gemerkt, wie sehr das jeder will. Wir haben uns alle gesagt, wir können jetzt nicht nochmal da als Verlierer wegfahren, ein drittes Mal als Verlierer in 4 Jahren, das geht nicht. Wir haben alle darauf gebrannt, endlich den ersten Pokal für den Verein zu holen und so sind wir dann auch in den Bus gestiegen. Das war einfach pure Freude, weil das ist ja auch ein langer Weg zum Finale. Man muss einige Hürden meistern. Und wenn du dann wirklich dann da bist und jeder Spieler hatte seine Familie dabei, seine Freunde und alle haben es einem so sehr gewünscht und man hat einfach gemerkt, dass alle gebrannt haben darauf. Die ganze Stadt hat sich das gewünscht, der Verein. Natürlich ist das was extrem Besonderes, gerade auch für die Jungs, die jetzt vielleicht schon das dritte Mal in Berlin waren zusammen. Wir haben schon so viele Hürden gemeinsam gemeistert, so viele Höhen und Tiefen. Das ist dann nicht mehr nur so kollegial, sondern das ist eher so wie eine große Familie dann und ja, das ist besonders und war ein ganz besonderes Wochenende, was natürlich für den Verein, für uns Spieler für immer eine ganz große Erinnerung sein wird. Thank you.
es ist einfach ein schönes Gefühl, mit den Jungs so lange zusammen zu sein. Und das ist natürlich nicht nur kollegial, sondern die sind enge Freundschaften innerhalb des Mannschafts. Und Hunger ist natürlich extrem groß, weil wir vieles zusammen erlebt haben, waren wir oft sehr nah dran. Ja, wir werden natürlich alles geben, dass wir das morgen schaffen. Nicht nur diese Jungs, die seit lange im Verein sind, sondern so eine ganze Mannschaft, ganze Verein. Das wäre etwas ganz Großes für ganze Leipzig, für die Region und für unseren Verein auch. Das war mein viertes Mal jetzt Finale. Dreimal habe ich verloren. Zweimal mit RB und einmal mit Dortmund. Ja, und Druck habe ich nicht verspürt. Aber natürlich habe ich mir selber gesagt, ich bin jetzt das vierte Mal hier und nochmal verliere ich das Ding hier nicht. Das darf einfach nicht passieren, weil ich bin ja auch Realist. Ich werde jetzt 32 und wer weiß, wie oft ich noch die Möglichkeit bekomme, nach Berlin zu fahren und um so einen Titel zu spielen. Ich glaube, dass jeder im Kopf auch hatte, was wir heute eigentlich erreichen können und worum es geht und dass da einfach so eine gewisse Voranspannung und Vorfreude, die war einfach extrem groß bei jedem und das hat man gemerkt, das hat man im ganzen Hotel gemerkt. Ich meine, da waren ja auch viele Familien mit, das war alles sehr eng, sehr familiär und das tat uns einfach gut und die Vorfreude darauf, auf dieses Ereignis war riesig und das hat man von der Abfahrt hier bis zum Anpfiff auch gespürt. Daniel, bleib da! Ah, Andre! Ah! 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 Ah!
mega, das mal zu sehen, so von dem Fanfest, weil davon kriegt man ja eigentlich überhaupt nichts mit, weil man ja im Hotel ist. Ich habe das dann natürlich gehört, weil meine Freunde aus meiner Heimat, die sind dann auch zum Fanfest und alles, haben alle erzählt, wie geil das war. Ganz witzig jetzt zu sehen, so wie wir, als es dann wirklich losgeht und wir im Stadion ankommen, wie sich die Gesichter verändern von viel Lachen, viel Freude vorher zur Anspannung, zu fokussiert sein. Das ist schon jetzt im Nachhinein witzig zu sehen, weil das kriegt man in dem Moment natürlich nicht mit, weil jeder mit sich selber beschäftigt ist, aber jeder hat ungefähr den gleichen Gesichtsausdruck. Als er aus dem Bus steigt und auch zum Warmmachen rauskommt, ist das natürlich dann, ja, du wirst freigelassen quasi, da fühlst du dich wohl auf dem Platz, kannst kaum abwarten, bis es losgeht und ja, das ist so der Moment, wie ich ihn aufgefasst habe und das spiegelt sich jetzt eigentlich auch in den Bildern ganz gut wieder. Vor so einem Finale, die Anspannung und so im Hinterkopf, du weißt, was du zu verlieren hast auch, ist natürlich mehr als jetzt bei vielleicht anderen Spielen. So, das ist einfach im Finale ein Spiel, in dem es um alles geht und um den Pokal. Da ist natürlich dann so diese Grundanspannung natürlich schon eine andere, wie wenn du jetzt in der Bundesliga hast du 34 Spiele. Das ist was anderes, wie im Pokal ein Endspiel zu spielen. DFB-Pokalfinale. Wir sind auf der Zielgeraden. Das dritte Finale, was RB spielt. DFB-Pokalfinale Samstagabend. Die Vorfreude ist natürlich auch
riesengroß auf das heutige Spiel. Wir gehen mal bei den Leipzigern von hinten das Feld auflösen mit natürlich Pete Kulacsi im Tor. Dann davor auch die Dreierkette, also ähnliches System wie die Freiburger mit Klostermann, Orban und Simakan. Links Halstenberg und rechts Benny Henrichs. Dann haben wir die Mitte mit Kampel, sehr laufstark, und natürlich einer, der darf nicht fehlen in dieser Saison, Conny Leimer, neben Kampel also im zentralen Mittelfeld. Vorne dann neben Forsberg, klar, Christo Nkunku, und als Sturm, als Spitze dann André Silva. RB mit Anstoß und jetzt geht's rein. Das war der Pfiff von Sascha Stegemann, der übrigens der Unparteiische ist. Freiburg im Ballbesitz mit Grifo. Langer Ball von der Mittellinie raus. Schön auf Günther da schon an der Strafraumgrenze. Kommt nochmal zurück in den Strafraum. Da fasst die Abnahme und dann schießt die Freiburger. Und da ist das 1:0. Proteste da von Orban, Halstenberg und Kunku. Es war extrem bitter und das hat man dann auch so ein bisschen gespürt, dass uns das so ein bisschen verunsichert hat, weil wir auch in den davor in den Finals auch in Rückstand geraten sind. Und ich glaube, das ist nie schön, dann in so einem Finale in Rückstand zu geraten. Haben dann die erste Halbzeit nicht mehr so gut ins Spiel gefunden, finde ich. Sind dann in die Kabine. Ja, aber sind alle relativ ruhig geblieben. Also es war jetzt nicht, dass wir da irgendwie panisch geworden sind, sondern ruhig, und haben gesagt, wir kriegen unsere Möglichkeiten und es steht nur 1:0, also ist alles möglich. Und so sind wir dann auch rausgekommen. Ich finde, dass wir nach der Pause die ersten Minuten wieder sehr, sehr gut waren. Leimer kommt übers Zentrum. Simakan macht mit. Rechts raus zu Klostermann, Doppelpass Simakan, den kriegt er noch gut abgeblockt, ein bisschen mit Glück, ist hinter der Kette, dann fällt er. Nee, gegen Schlotterbeck. Kein Elfmeter. Das müsste ich aber auch nochmal sehen. Und dann aufpassen auf der Gegenseite, Höller ist durch gegen Halsberg, er zieht ihn um und das ist ganz bitter, es gibt die rote Karte. Höller wäre durch gewesen. Halstenberg weiß es sofort, das ist die rote Karte. Eieieiei, das läuft ja heute richtig gut. Und dann passiert halt diese rote Karte durch den langen Ball. Und da lagen dann natürlich so ein bisschen die Nerven dann auch blank. Und da denkst du ja schon, dann, ja, scheiße, 1:0 jetzt und dann rote Karte. Puh. Leipzig hat jetzt hier eine Riesenaufgabe, das Ding zu klären. Superslow läuft an. Da zieht er direkt in die Mauer, will Handspiel haben, gibt es ja natürlich nicht. Stegmann hat eigentlich die Pfeife schon im Mund gehabt. Kopfball nochmal! Und er kommt! Und er hat das Kuckuck! Der Ball! Der Ball kommt reingespielt! Und Kuckuck kommt angerauscht! 1:1! 76. Spielminute! Das war Wahnsinn, was wir dann mit einem Mann weniger auf den Platz gebracht haben. Die Jungs sind marschiert bis zum geht nicht mehr, bis zur totalen Ermüdung, und absolut verdient dann, finde ich, auch den Ausgleich noch gemacht, weil wir mit extrem viel Herz und Leidenschaft gespielt haben. Henrich ist durch, an Gulde vorbei, da kommt die Flanke und da ist nur Kunku. Knapp vorbei. Leipzig lebt, Leipzig ist da, Leipzig ist die bessere Mannschaft. Und da haben wir den Schlusspfiff. Ja. Und Tedesco feiert es ja schon fast wie ein Sieg, dieses Erreichen der Verlängerung. Das ist ein Etappenziel. Wir sind in diesem Moment über uns hinausgewachsen. Das ist einfach so. Jeder, egal ob er auf dem Platz stand, an der Bank, jeder hat mitgefiebert. Jeder stand nur noch, der draußen war. Ich war ja danach auch draußen. Ich konnte gar nicht mehr sitzen. Also mich hat es nicht mehr auf dem Hocker gehalten. Ich musste die ganze Zeit mich auch versuchen mitzucoachen, mitzureden. Jeder, der da draußen war, Emil stand die ganze Zeit daneben mir. Kann ich mich noch genau daran erinnern, wie wir versucht haben, mit reinzuschreien. Und ich glaube, sowas hat es in diesem Spiel auch dann noch gebraucht, so diese Emotionen. Auch, dass die Jungs auf dem Platz sehen, wir sind alle da, die da draußen sind, die Fans im Rücken. Also ich glaube, das alles hat uns zu einer wirklich außergewöhnlichen Leistung gepusht. Und das brauchst du auch in so einem Spiel.
Günther schließt nochmal ab. Nochmal die Möglichkeit für die Freiburger. Der knallt dann ins Gebälk von Haberer. Und die Desko zeigt außen an. Brust raus, Brust raus. Genau das ist es, Jungs. Das ist es. Dran glauben. Bis jetzt schon eine Riesenleistung, hier so zurückzukommen. Olmo, Olmo im Strafraum. Links schon eingetaucht. Olmo gegen Nüffler. Und du sagst Elfmeter. Die Grätsche ist da. Also das Ecke oder Elfmeter? Höfler gegen Olmo. Olmo liegt immer noch. Höfler vorbei. Olmo eigentlich vorbei. Er gibt den Eckball. Das ist eine Frechheit. Es gibt noch eine Kacke. Gelb-Rot gegen Kampel. Also, ich weiß nicht. Weil ich dann so die ganze Zeit mit an der Seitenlinie war, habe ich ja am Ende noch die gelb-rote Karte bekommen, musste dann auf die Tribüne hoch, wollte dann eigentlich zum Elfmeterschießen wieder runter, habe mich versucht, so in die Reihe unten an der Bank irgendwie einzumogeln. Aber der vierte Offizielle hat das leider gesehen und kam dann wieder zu mir und hat mich wieder auf die Tribüne geschickt. Und deswegen habe ich davon eigentlich nicht viel mitbekommen. Ich musste dann oben da auf der Tribüne mit unserem Security-Chef, mit dem Uwe, stand ich da oben. Und ja, ich habe mir das so gewünscht, dass wir das Ding gewinnen. Und jetzt sind wir soweit. Elfmeterschießen im DFB-Pokalfinale. Was für ein Finale, ey. Was für ein Finale. Unglaublich. Ich kann es nicht sehen. Also ein Kuku gegen Flecken, erstes Duell. Kuku legt sich den Ball zurecht, schaut gar nicht Richtung Flecken, die Pfiffe hört er. Flecken, beide Arme open, ein Kuku zentral. Und jetzt ein Kuku. Schießt drin das Ding! Ja, 1-0 souverän, so beginnt man Elfmeterschießen. Stark. Petersen läuft an mit rechts, flach in die rechte Ecke verladen. Nächster Schütze bei RB. Willi Orban läuft an. Günther, auch erfahren, auch ruhig am Ball mit links. Drüber! Jawohl! Drüber das Ding, den haut da hinten in den Fanblock. Olmo, Flecken tanzt wieder, Olmo läuft an, trennt das Ding. Aber auch souverän, wie ein Kuku, genauso stark geschossen. Schlotterbeck guckt ihn gar nicht an, guckt nach rechts oben, Schlotterbeck, auch gut geschossen. Ich war auch fast dran. Flecken gegen Benny Henrichs. Flecken wieder am Tanzen. Henrichs schießt nach links, wieder versetzt. 4-2. Wenn Freiburg jetzt nicht trifft, ist das Ding schon durch. Wir sind kurz davor vor dem ersten Titel in der Vereinsgeschichte. Moussi Makan betet. Das ist das Drehbuch jetzt, was schon den ganzen Abend geschrieben wird. Demirovic wird mit rechts schießen. Ja! Yeah! Körper, wenn ich daran denke und die Bilder sehe. Das sind so Bilder, die für immer bleiben und diese Momente, also das kann man sich gar nicht oft genug anschauen. Also es ist unglaublich, was in diesem Moment da in jedem einzelnen Kopf vor sich geht. Man sieht ja, jeder rennt in irgendeine Richtung, weiß gar nicht so recht, wo er hinlaufen soll, weil er einfach total durch den Wind ist. Ich bin auch von der Tribüne runter. Ich habe auch die ganze Zeit gefühlt nur geheult, weil es einfach so besonders war und jeder Spieler, den du angeschaut hast, der hatte Tränen in den Augen, weil wir in dem Moment wussten, jetzt ist uns eine riesige Last von den Schultern gefallen. Wir haben jetzt zum ersten Mal einen Pokal für diesen Verein richtig geholt und wir haben Geschichte geschrieben quasi, alle zusammen, und das ist so schön, dass diese Gruppe zusammen das erreicht hat, und ich glaube, das hat jeder in diesem Moment gefühlt und das ist jedem dann auch klar geworden, und gerade auch das Spiel so dann zu gewinnen, das ist ja, eigentlich läuft alles gegen dich gefühlt in dem Spiel. Du gehst 1-0 in Rückstand, kommst dann nach der Pause gut raus, kriegst dann in dem Moment, wo du wieder voll da bist, wo du eigentlich auf dem Ausgleich spielst, kriegst du rot. So, und jeder denkt dann, okay, das war's jetzt, und dann kommst du so wieder und gewinnst dann im Elfmeterschießen. Also besser könnte man diese Geschichte nicht schreiben für den ersten Pokalgewinn, und
glaube, in diesem Moment war einfach nur Ekstase, Emotionen und ja, so sieht das auch auf den Bildern aus. Dreimal quasi als Verlierer da unten zu stehen, als Spalier für den Gewinner, das war schon nicht so schön. Und dieses Mal dann da hochzugehen endlich und ja, diesen Pokal dann auch in die Hände nehmen zu können, das war unbeschreiblich. Also wirklich, das ist eigentlich der schönste Moment so in meiner Karriere. Yeah! Bongo!
Ja, ich habe den Pokal definitiv meiner Familie gewidmet, gerade auch meinen Kindern. Und die waren ja auch im Stadion, was für mich extrem auch emotional war, sie nach dem Spiel da zu sehen. Die waren selber total, nicht geschockt, aber man hat gesehen, wie aufregend das für die Kinder auch war. Und ich glaube, für sie war es auch schön, ihren Papa da unten weinen, lachen, alles zusammen zu sehen. Und dass ich das endlich geschafft habe. Ich glaube, auch deswegen hat man mich dann auch relativ viel weinen gesehen nach dem Spiel, weil es einfach, das kommt dann raus. Und ich bin jetzt nicht jemand, der oft weint, eher sehr selten, aber das war in dem Moment, war es einfach, ist eine Last von meinen Schultern gefallen und die Freude und die Emotion war so groß und da passiert das dann mal. Erstmal guten Abend und danke. Ich bin überglücklich, sehr stolz auf die Mannschaft. Sie hat heute extreme Widerstandsfähigkeit gezeigt in allen Belangen. War kein einfaches Spiel für uns. Ganz, ganz viele 50-50 Entscheidungen, die alle zu unseren Ungunsten waren. Am Ende zählt der Sieg. Da bin ich sehr stolz. Wir haben, glaube ich, 200 Mitarbeiter, die auf uns warten. Auf die freue ich mich, die auch mal zu umarmen. Und es ist ein Sieg, der auch für sie ist. Wir müssen ein paar Spieler nass machen heute. Das kriegen sie schön zurück. Hey!
Wer heute schläft, ist ein Pecho. Ein Pecho! Ey, 2 Uhr ist Abfahrt vom Hotel. Alle fertig sein. Okay. Mashallah. Mashallah. Das war Ekstase pur und das war ja dann, meine Emotionen habe ich dann zur Seite geschoben und dann wusste ich, okay, jetzt ist Party dran und ich meine, es kommt nicht so oft vor, dass du so einen Titel gewinnst und das gehört dann auch gefeiert und ich glaube, wir haben das absolut richtig gemacht, wir sind alle komplett steil gegangen, haben, glaube ich, alle sehr, sehr wenig geschlafen, waren sehr, sehr lange auf den Beinen und ich finde absolut, das gehört sich nach so einem Pokalgewinn, vor allem der erste in der Geschichte vom Verein, dann muss man da auch mal ordentlich auf die Kacke hauen. Ohne Distanz, das ist alles nicht möglich. Applaus! Diese Mann hat uns in Ruhe und die Gelassenheit zurückgegeben. Ein super Trainer, ein super Mensch. Das feiern wir jetzt zusammen. Und let's go! Und gestern haben wir das verdammte Ding geholt im dritten Anlauf. Und das haben wir geholt, weil ihr uns unterstützt habt. Die ganze Saison, die ganzen 13 Jahre. Ihr habt uns nicht hängen lassen, als es im Winter nicht gut aussah. Und danke, dass dieser junge Club so fantastische Fans hat. Und dass wir so stolz sind als RB Leipzig, dass wir euch haben. Vielen, vielen Dank für alles. Ich kann sagen, ich bin so stolz, Geschäftsführer für diesen Club in dieser Stadt zu sein. Und ich bin stolz auf euch. Und heute geben wir nochmal richtig Gas. Vielen, vielen Dank.
Deutschland, was man hat. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Fußballer, herzlichen Glückwunsch für dieses Herzschlagfinale gestern Abend. Ihr habt das großartig gemacht. Ich habe gedacht, als Halstenberg vom Platz ging, das war's. Aber sich zurückgekämpft und wirklich bis zur letzten Minute, bis zum Umfallen, bis zum Krampf bei Elfmeterschießen gekämpft. Also, ganz, ganz große Klasse. Super, vielen Dank. Dass man dann auch noch sieht, wie wir dann gefeiert haben mit den Fans, das war für die Fans, für uns alle, war das außergewöhnlich. Und ja, von dem Fanmarschieren in der Stadt brauche ich, glaube ich, gar nicht viel sagen. Das war überwältigend, sowas habe ich noch nie erlebt. Also das war ganz großes Kino, auf dem Marktplatz dann und dann die Fahrt vom Marktplatz zur Festwiese, das war wirklich verrückt. Also das hätte ich nicht gedacht, dass das so extrem groß wird. Aber das zeigt einfach, wie sehr sich das jeder gewünscht hat und wie sehr die Fans und wir alle auch stolz auf diesen Pokal sind, dass wir das gemeinsam erreicht haben. Und das jetzt mal selber so miterleben zu dürfen, es war unglaublich. Wirklich, das war ein Tag, den, glaube ich, kein Spieler bei uns jemals vergessen wird. Und mit so einer Euphorie und mit so einer Stimmung, wir haben schon mit einer richtig guten Stimmung gerechnet, aber das hat echt alles getoppt. Das war schon, ja, das war ein toller Tag. Nicht nur der Vorabend mit dem Pokalgewinn, sondern auch was danach so kam hier in Leipzig. Ja, und der Dominik hat das ja richtig gesagt. Die Fans sind unglaublich gewesen, wie sie uns hier empfangen haben in der Stadt. Das war, ja, aller Ehren wert, war schon besonders. Das ist etwas, was mir keiner mehr irgendwie mal wegnehmen kann. Ich hab dazugehört zu diesem geilen Team, was den ersten Pokal geholt hat. Und das ist für mich, das steht für mich über allem. Und das ist was ganz Besonderes.
Es ist eine große Freude, eine große Ehre, hier stehen zu dürfen, vor euch sprechen zu dürfen. Es ist Wahnsinn, was hier los ist. Wir sind gerade durch die Stadt gereist. Und ja, ich muss sagen, es ist Gänsehaut-Feeling. Was hier für ein Potenzial drin steckt an euch, ist Wahnsinn, ist sensationell. Ja, ist ja so. Also ich bin hier zweimal Papa geworden quasi. Meine Kinder werden hier groß. Die leben ja hier, die gehen hier in den Kindergarten. Da fühlt man natürlich eine besondere Verbundenheit so zu der Stadt. Und ich bin von Anfang an, vor 5 Jahren, als ich herkam, bin ich überragend aufgenommen worden von dem Verein, von den Spielern, von der Stadt, von den Fans. Jetzt, wenn ich mit meiner Frau und den Kindern durch die Stadt gehe, das ist einfach nur... Ja, die Menschen sind so freundlich, so lieb, die kommen auf dich zu, die, wie gesagt, jetzt gerade auch nach dem Pokalsieg, viele sagen auch wirklich dann danke, dass wir diesen Pott geholt haben, weil das den Menschen einfach so viel bedeutet. Und das ist schön, dass wir den Fans das dann auch zurückgeben können durch solche Momente dann, ne? Dafür spielen wir alle Fußball, um solche Momente erleben zu dürfen. Und man gewinnt so Pokale natürlich dann auch für seine Fans, die ein ganz wichtiger Baustein für den ganzen Verein, für das alles hier, was wir uns aufgebaut haben, sind. Und der Olli hat das ja auch richtig gesagt, die Fans sind von Tag 1 dabei. Es gibt immer auch Spieler, die mal kommen oder mal wieder gehen, aber die Fans sind immer die am Ende bleiben. Und die sind, wenn nicht sogar der wichtigste Baustein.